nachdem im September letzten Jahres die neue Fahrzeugabstellhalle in Dolben bei Regionalbus Leipzig feierlich in Betrieb genommen werden konnte, wurde am 17. April ein weiteres Richtfest begangen. In einem zweiten Bauabschnitt begann am 30. Juli 2018 auch der Bau des neuen Verwaltungs- und Sozialgebäudes. Ein stark vergrößertes Angebot im ÖPNV macht diesen Bau notwendig. Heute nach 10,5 Monaten Bauzeit, dank des milden Winters, können wir nun schon das Richtfest feiern, denn Rohbau und Dach sind fertiggestellt. Und auch wenn wir keinen Dachstuhl haben, freue ich mich, dass wir doch eine Richtkrone bekommen haben. Die hängt da hinten. Ja. Nach Abschluss der Bauarbeiten im neuen Gebäude werden wir wahrscheinlich so im November, muss ja jetzt noch Innenausbau gemacht werden, im November hier mit dem Umzug beginnen. Das geht in 3 Etappen. Der positiven Entwicklung müsse und wolle man Rechnung tragen. Kollegen aus dem Bestandsbau und weitere aus der Verwaltung aus Zwenkau sollen hier bald arbeiten. Denn auch dort muss der Standort zugunsten der über 100 Fahrer erweitert werden. In Dolben soll der Mitarbeiterstamm auf 70 Fahrer anwachsen. Hinzu kommen 40 Kollegen aus der Verwaltung sowie 15 Werkstattmitarbeiter. Auf rund 1000 Quadratmeter neuer Fläche werden Sozial- und Schulungsräume sowie Büros geschaffen. Davon verspricht man sich ein effizienteres Arbeiten und besseren Service. Außerdem wird hier ein Servicebüro entstehen für unsere Fahrgäste. Fahrgäste können dann hier zum Beispiel Fahrkarten kaufen, können Abonnements abschließen oder ändern, können Fundsachen abholen. Das ist nicht zu unterschätzen. Fundsache ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum Leute hier zu uns kommen. Irgendwelche verlorenen Rucksäcke oder Handys. Also auch das wird dann hier ordentlich mit abgebildet. Die Servicequalität verbessert sich. Das gesamte Bauvorhaben ist die größte Investition der Firmengeschichte. 4,4 Millionen Euro fließen hier in die fertiggestellte Fahrzeughalle, die Erweiterung des Verwaltungssitzes und eine größere Omnibuswerkstatt. Der Umzug soll noch im November diesen Jahres beginnen und bedingt durch Innenausbauten bis Februar 2020 andauern.